Ich bin die Annette Schmidt. Damals hieß ich noch Düll, als ich so aktiv in der Landjugend war. Und wie bist du zur ELJ gekommen? Damals ist jeder in die Landjugend einfach. Ich habe schon hingefiebert drauf, dass ich mit 14 endlich rein darf nach der Konfirmation in unserem Dorf in der Landjugend in Hemmelsheim. Da ist man einfach mitgegangen und ich war nur begierig mitzumachen. In welcher Funktion war so in Hemmelsheim aktiv? Also anfangs als Mitglied natürlich, und aber relativ schnell bin ich in die Vorstandschaft gegangen. Ich glaube damals als Schriftführerin und gleich dann später in der nächsten Wahl als Vorsitzende. Und und dann ging das gleich weiter nach oben. Kreis, Verband, Bezirksverband Unterfranken und später dann auch Landesverband. Gibt es ein Wort, das dir ganz besonders auf den Lippen liegt? Also für mich persönlich ist es, glaube ich, Wachstum. Also ich bin gewachsen in der Landjugend und ich habe gelernt und ich habe Spaß dabei gehabt. Ja, und deine ELJ-Erlebnisse, wie sieht es mit denen aus? Was mir echt im Gedächtnis bleibt oder was ich heuer auch sehr viel erzähle, weil ich Gästeführerin Weinerlebnis Franken geworden bin, ist, dass ich tatsächlich mit 14 schon relativ am Anfang meiner Landjugendzeit eine Weinprobe erlebt habe mit unserem Bezirksreferenten damals, dem Günter Becker. Und der hat uns wirklich auch schon als wirklich junge Jugendliche sehr, sehr ernst genommen und uns in unsere eigene Verantwortung gebracht und hat uns eine wunderbare Weinprobe kredenzt mit wirklich festlich gedecktem Tisch und Gläsern und einer schönen Tischdecke und schönem Essen. Und so, dass wir wirklich Wein genießen und kennengelernt haben. Und ich hatte echt gelernt, damit gut umzugehen. Und da bin ich heute noch sehr, sehr froh drum und habe mich dann auch zum Wein gebracht tatsächlich, wie ich es heute auch anderen beibringe. Und dann gab es natürlich ganz viele Erlebnisse, die mich wachsen haben lassen oder die mich geprägt haben, weil immer das Thema Verantwortung geben, die mir Verantwortung überlassen, wichtig war. Zum Beispiel waren wir ganz oft in der Grünen Woche oder auf der Grünen Woche in Berlin, wo wir den Stand zusammengebaut haben und da wirklich selber uns ausgedacht haben, wie wir das Thema gut an die Leute bringen wollen. Und das war auch viel Verantwortung, die wir bekommen haben und die ich echt spannend fand und umzusetzen mit viel Freude, aber auch echt ernsthaft. Was hast du daraus gelernt und wie hat es dein Leben verändert? Ich glaube, ohne die Landjugend wäre ich jetzt nicht die, die ich bin. Ich habe viel gelernt, wie gesagt, Verantwortung zu übernehmen und die auch wirklich ernst zu nehmen und daraus was zu machen. Ich bin inzwischen auch im Kirchenvorstand, weil mir das ganz, ganz wichtig ist, dass die Kirche eben auch junge Sichtweisen trägt und dass die wirklich was aus ihrer alten Struktur macht. Und das ist Verantwortung übernehmen. Und was es auch ist, dass man gemeinsam immer alles schaffen kann. Also wir haben echt ganz viele Zeiten in der Landjugend gehabt, wo ich als Landesvorsitzende in Sitzungen saß, wo es ums Geld ging, wo wir nicht wussten, wie die Förderungen weiter fließen können und wie wir da vielleicht damit umgehen können. Und das sind auch Themen, die wir Landjugendlichen auch gemeinsam mit unseren Hauptamtlichen, die uns da begleitet haben, diskutiert haben. Und das ist wirklich was prägt, weil wir gemerkt haben, gemeinsam über solche Dinge zu sprechen und gemeinsam Aktionen zu machen, bringt immer ein gutes Ergebnis. Und das habe ich bis heute mitgenommen. Ich bin der Landjugend unendlich dankbar und allen Menschen, die ich da in meiner Zeit kennenlernen durfte und die ich teilweise heute noch in Kontakt habe. Danke für alle Erfahrungen und Erlebnisse.